So, yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Dinosaur King. Im letzten Part sind wir hier im Wonderwood-Wald angekommen und wissen schon, am Ende des Waldes wartet Zander auf uns, ein überaus leckerer Brackwasserfisch. Aber da müssen wir uns noch ein kleines Stückchen hier durch den Wald prügeln und das wollten wir uns heute im Part vornehmen. Wie angekündigt, habe ich sogar noch einige Themen, über die ich reden kann und möchte. Beispielsweise habe ich noch nicht über alle meine Weihnachtsgeschenke gesprochen. Da wäre nämlich noch ein Sweatshirt von Green, also es war ein bisschen Merchandise, ne? Habe ich mir dann auch mal gegönnt, weil ich halt in letzter Zeit ziemlich oft Musik von Green höre und den einfach im Moment ziemlich am Feiern bin. Dachte ich mir, gut, da kann es jetzt auch ruhig mal für 20 Euro, weil die Sweater von ihm kosten halt nur 20 Euro. Darf es ruhig mal ein Sweater sein, zumal das war auch, das ist 80% oder 90% Baumwolle und es ist wirklich gut verarbeitet. Also da gibt's echt nichts, Leute, da kann man nicht meckern. Und hier gibt's einfach nichts. Ja. Was habe ich noch bekommen? Erst bekommen natürlich hier wieder einen Kampf. Was habe ich noch bekommen? Ich habe noch bekommen einen sehr lieben Brief von Adrian. Und er hat mir da auch noch ein Bild mitgeschickt. Wo er halt, hat halt wirklich... Es ist nicht wirklich ein Bild, es ist halt eher eine Collage und die ist einfach ziemlich cool. Ich habe auch schon mal ein Bild davon auf Twitter gepostet, könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr wollt. Und weil er eben in der Mitte den Namen Shetani eben in dieser Golden Sun Schriftart geschrieben hat, habe ich mir eben gedacht, ach komm, mach doch einfach mal ein neues Banner mit derselben Schriftart und ich habe es dann tatsächlich auch gefunden. Ich habe es dann tatsächlich auch gefunden im Internet, diese Schriftart, und habe mir tatsächlich einfach mal ein neues Banner gemacht. Und das war, das hat richtig Spaß gemacht mal wieder. So, keine entscheidende Aktion jetzt. Leute, ich spekuliere jetzt, das ist total riskant, was ich mache. Aber auch in einem Gleichstand würde ich sterben. Er nimmt das Stärkere. Nimmt er nicht! Alter Schwede! Die KI kann hier tatsächlich predikten. Das ist ziemlich mächtig. So, er macht genauso weiter. Was hat er gerade eigentlich gemacht? Ach genau, das hier oben. Gut, dann hole ich das aus meiner Lebensrinne raus. Zack. So, er macht nicht nach. Das wissen wir ja mittlerweile. Ey, das ist... Das ist fies. Es ist teilweise komplett random. So. Jetzt. Genau. Nice, Leute. Wir haben jetzt ein Wasserkampffeld. Nice. So, an dir komme ich nicht vorbei. Das wage ich zu bezweifeln. Irgendwie glaube ich, dass er am Anfang versucht wird, meine entscheidende Aktion zu schlagen. Macht er tatsächlich nicht. Okay. Fies. Och, nee. Nicht das schon wieder. Das sollte den Zweck erfüllen. Ey. Ja. Safe. Kamikaze-Extrem. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Was? Wehe, du nimmst Stein. Alter, was ein ekliger Tryharder. Ja, du machst genau so weiter. Hm, nice. So ein ekliger Tryharder, Alter. Ekelhaft. Ekelhaft. Einfach nur widerwärtig. Jawohl. Stirb. Jawohl. So. Boomeranghorn. Das ist aber schön. Ja, piep, piep, klonk, klonk. Zack. So, dann können wir gleich nochmal eine neue Aktionskarte verteilen. Regt mich das schon wieder auf, Alter. Ich hasse das, wenn die nix sagen. Du hast keinen Anhaltspunkt irgendwie. So, Boomeranghorn. Wer von euch hatte noch eine schlechte... Den Gleichstandsschutz finde ich eigentlich sehr nice, muss ich ehrlich sagen. Ich würde hier dann mal den verzweifelten Stoß gerne austauschen, weil das Boomeranghorn klingt eigentlich ganz interessant. So. Zack. Da muss ich jetzt nur noch mal ein bisschen rumheilen. Ach, kotzt mich das schon wieder an. Ah, diese Bosse sind teilweise so unvorhersehbar wie sonst was, ey. So. Hm. Geil, ich habe noch zwei Dino-Getränke. Danach muss ich sowieso zurück nach Gobi... Wait. Das... Er will mich doch jetzt verarschen, oder? Warum hat das jetzt mein zweites Dino-Getränk benutzt?
Man hätte mich wenigstens warnen können. Wenigstens. Was soll denn die Scheiße? Ohne Mist. Also, das war jetzt wirklich ungerechtfertigt, Leute. Das finde ich echt unfair gerade. So, versperrt mir hier wieder was den Weg. Ach komm, sei doch ruhig. Ich will da einfach durch. So. Bin schon wieder ein bisschen pisst. So, okay. Der will wieder, dass wir zurückkommen, wenn wir stärker sind. Alles klar. Gibt es hier noch irgendwas auszugraben? Nein. Wen wundert's? Ja, Leute, ich war eigentlich gerade dabei, von meinem neuen Banner zu erzählen. Was ich... Die Inspiration dafür war eben, wie gesagt, diese Collage von Adrian. Genau. Was habe ich noch bekommen? Ich habe mir noch ein Zelda-Poster gegönnt. Das hängt jetzt auch hinter mir an der Wand. Das kann man zum Beispiel in der Facecam der Tower-Lock-Challenge sehen, in Part 4, der dann logischerweise auf meinem Kanal erschienen ist. Am Mittwoch, dem wie viel denn eigentlich? Warte mal, Mittwoch, dem... Es ist eine Woche nach dem... Am 4. Am 4.1. erscheint der auf meinem Kanal. Der 4. Part der Outlock-Challenge. Da könnt ihr das zum Beispiel sehen. Hinter mir an der Wand. So, und wir wenden uns hier nochmal dem Typen zu. Ja, ich helfe dir da schon. Ach komm. So, da habe ich jetzt auch ein neues Poster. Du willst, ich will deine entscheidende Aktion garantiert nicht schlagen. Das heißt, er geht davon aus, dass ich das mache. Er wird das machen. Also hole ich mir meinen Angriffsschub. Ja, habe ich jetzt ein neues Poster. Wie oft habe ich das schon gesagt? Kotzt mich an. Und ich habe... Ein, was habe ich noch vergessen? Was war das jetzt? Ah. Ich habe noch eine Sache bekommen. Was war das? Ach, scheiße. Was habe ich denn noch bekommen? Ich gucke mich gerade in meinem ganzen Zimmer um. Aber ich finde einfach nichts. Doch, genau. Ein Parfüm habe ich noch bekommen. Ich habe ein Parfüm noch bekommen. Genau. Oh Gott, jetzt bin ich irgendwie sehr erleichtert, dass mir das noch eingefallen ist. So, keine entscheidende Aktion jetzt. Das heißt, weil du ein ekliger Tryharder bist, habe ich das mittlerweile gelernt. Du nimmst das Schwächere von beidem. Ach, krass. Ja, ich will die... Sei einfach ruhig, Alter. Ich... Ach so, ja, logisch, klar. Genau, so, jetzt passt es. So, damit wären wir jetzt eigentlich mit meinen Weihnachtsgeschenken soweit durch. Es gibt allerdings, noch eine weitere Sache, die ich euch zu sagen habe. Und zwar gibt es seit gestern, am 28.12. auf Discord tatsächlich einen Server von mir. Den Link dazu werde ich ab jetzt in jeder Beschreibung haben. Also da könnt ihr gerne mal drauf kommen. Ich brauche zwar noch ein bisschen Zeit für die Einstellungen, dass ich das alles richtig hinbekomme. Aber in jedem Falle könnt ihr jetzt als Community gerne mit dort auf den Server kommen. Dort werde ich auch öfters mal zugegen sein, falls ihr da was mal mit mir bequatschen wollt oder so. Da bin ich auf jeden Fall zu erreichen. So, die letzte Aktion zum Gleichstand schlagen. Das heißt, er denkt jetzt so. Okay, genau. Sollte eigentlich schon das Ende für den Kampf sein, oder? Ja, genau. Das ist jetzt nicht sein Ernst, Alter. Mit 10 GP hat er es getankt. So, Baryonyx, Level 19, Ys. Piep, piep, klonk, klonk. Was sagst du? Danke, Leben gerettet. Und ein Handbuch. Für ein scheiß Handbuch. Oh Gott. Encounter, weg. Ich will graben. Hier gibt... In solchen Orten gibt es immer schöne Dinge. Lass mich los. Lass mich... Nein! Oh, dieses Arschloch. Ja. Es regt. Ja, genau. Okay. Das Arschloch muss bluten, Leute, ey. Junge. Er soll bluten. Den kille ich jetzt. Ja, letzte Aktion sieht ziemlich gut aus als Maul. Ey, das. Ich hasse das. Ich hasse das. So, entscheidende Aktion. Ende Gelände. So sieht's aus, Alter. Oh Gott. So, sobald ich hier gegraben habe, gehe ich instant zurück ins Hauptquartier. Siehst du, ich sag doch, hier gibt's immer was.
Meine Güte, Alter. Bin ich komplett behindert jetzt eigentlich? Ach so. Hä? Ja. Okay, nice. Ein Goldklumpen. Ja, nice. Davon kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Die werden wir jetzt auch brauchen, weil wir einige Highlight-Items wieder neu brauchen. So, zwei nach oben. Eins, zwei. So, Leute. Nochmal bohren. Und ein Bronzespiegel. Oh, das ist schön. Da habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu verkaufen. Und ich denke, das ist kein Geheimnis, dass wir das jetzt auf jeden Fall tun müssen. Denn, ja, wir sind sehr, sehr abgebrannt. Und ich brauche auf jeden Fall neue Highlight-Items. Auf jeden Fall. So, zack. Haben wir das erstmal erledigt. Dann brauche ich neue Zeug. Erstmal verkaufe ich aber was. So. Verkaufen haben wir nämlich einiges in Alpha Rooftop. Ich will nicht nochmal von den Drecks. Also es springt genug davon überall rum, ganz ehrlich. Antike Urne. Ich verschreibe noch ein bisschen alte Asche. Was haben wir noch? Ja, Bronzespiegel haben wir noch. Ha, der ist auch wertvoll. Siehst du, zack. Dann haben wir hier noch einen Goldklumpen. Der bringt auch ordentlich Kohle. Jawohl. Und? Ah, noch ein Goldklumpen. Das, was ich als erstes verkauft habe, war so wahrscheinlich die fünffarbigen Perle. So, Conodonten-Fossil, können wir auch noch verkaufen. Jawohl, zack, so. Und jetzt hauen wir die Kohle erstmal richtig für ein paar Dino-Getränke auf den Kopf. So. Da nehmen wir jetzt wirklich einfach nur, weil wir das Geld haben. Machen wir jetzt gleich mal voll auf 10, zack. So. Ah, das fühlt sich gut an, Leute. So. Dann würde ich mal sagen, weil der Part noch nicht ganz vorbei ist, können wir ja heute eigentlich nochmal den ersten Try gegen Xander machen. Gegen den Brackwasserfisch. Mal gucken, ob wir dem heute schon eine überbraten. Baduns. Aber ich werde euch den Weg zu Xander jetzt erstmal rausschneiden. Also, bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Und das sieht hier doch schon ziemlich nach Alpha Gang aus. Oh yeah, wir sind sehr bereit, gegen den Brackwasserfisch zu kämpfen. Sieht aus, als würde er gerade in die Ecke sehen. Ah, Xander, du Genie. Wenn die Chemikale perfektioniert wurde, schlafen sie noch tiefer. Die wachen nie wieder auf. Ich musste das Schlummerium EX mit dem Dösium G mischen. natürlich wusste ich, dass das passiert. Chemie ist das, was knallt und Stinkphysik ist das, was nie gelingt. Du Lügenbaron, du hast alles vermasselt und das weißt du. Oh, halt den Rand. Gekonnt ist eben gekonnt. Fehler sind sowieso für den Fortschritt unerlässlich. Weißt du, jeder. Moment, ihr seid ja diese nervigen Görner, oder? Dann herzlich willkommen in Xanders Labor. Ihr seid sicher hinter meinem Steinfragment. Tja, bekommt ihr nicht kapiert? Ei, jetzt komme ich bei meinem Experiment gerade echt. Gekonnt ist eben gekonnt. Du bist ein Genie, Xander. Ah, mach du doch was gefasst. Chitani, pass auf. Rex. Schnapp sie dir, Carnotaurus. Sieht ihm wundersam aus, wenn sehr Schlafkrankheit. Unser Talisman ist wirkungslos gegen den Qualm. Oh, Rex. Auf dich will man verlassen und du hast mich gerettet. Lars gefällt es meinen besten Freunden Rudongeheuer. Das wirst du bitter bereuen. Du glaubst du nicht etwa, dass du gegen deinen Genie wie Zahn eine Chance hast? Aha, gekonnt ist eben gekonnt. Oh mein Gott. Du kriegst mein Steinfragment nicht. Das lasse ich nicht so. Los geht's. Du willst meine Tracht prügeln. Alter, Level 27. 27? Jawohl, ich habe richtig drauf spekuliert, dass er jetzt diese nimmt. Aua, nette Aktion. Keine entscheidende Aktion mehr. So, Leute, das heißt, hiermit bekomme ich schlimmstenfalls einen Gleichstand. Deswegen mache ich das. Ich spiele jetzt safe und er hat tatsächlich das Schwächere genommen. Alter Tryharder. Ich spare mir meine AP. Gut, das heißt, du meinst wahrscheinlich diesen Move, den wirst du also nicht einsetzen, höchstwahrscheinlich. Ich werde... Okay, gut, er nimmt den sparsamsten Move, natürlich. Ich werde dir die volle Kraft der Chemie zeigen. Also deine entscheidende Aktion, oder was? Nein, tatsächlich nicht. Aber das läuft bisher gar nicht mal so schlecht. Die volle Kraft der Chemie, was meinst du damit, Alter? Ich weiß nicht, was der damit meint, Alter. Das wirkt so random. Jetzt nimmt er bestimmt... Ja, jetzt nimmt er Papier. Logisch. Das ist eine Spezialität, Xanders. Ich hab es einfach getankt. Ich hab es einfach... Nice, Alter.
Baryonyx. Ah, Krokanto. Also Krokant im Namen und es sieht auch aus wie Krokant. Du willst wohl eine Tracht Prügel, ha? Ich will gar keinen Tracht Prügel, aber du beziehst gleich eine, wenn du deine entscheidende Aktion... Er nimmt schon wieder seine entscheidende Aktion. Och, dieser Tapiara-Gegenangriff nervt schon ein bisschen. Keine entscheidende Aktion mehr. Na, ich weiß. So, ekliger Tryharder. Genau, jetzt kommen wir erstmal auf dem Wasserkampffeld. Und damit bin ich erstmal im Vorteil, Freundchen. So. Ha, sehr gefährlich. Mal sehen, wie dir das gefällt. Aha, jetzt nimmst du. Alter. Leute. Das ist First Try bisher, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Das ist im Moment First Try. Der einzige Schaden gegen... den ich bisher gegen Akrokantosaurus gefressen habe, war von diesem komischen Tapiara-Viech. What the fuck? Oh Leute, ist ja nicht dein Ernst. So, ich gehe jetzt einfach mal der Andab. Das kann nicht, das... Nein. Das kann nicht sein Ernst sein. Oh, okay, gut. Jetzt hat er mich erwischt. Giftapparat. Okay. Ah, scheiße. Energie. Er hat selber Energiesauger. Arg, die Party ist vorbei. Na, mal schauen. Gut, okay, jetzt ist die Party wirklich für ihn vorbei. Leute, das war First Try. Das war ja mal lächerlich einfach. Und Rikeratops überlevelt mal wieder bis in die Unendlichkeit. Donnerschwing und Jagdangriff. Nice, Digi. Und ein Dino-Getränk. Zwei neue Aktionskarten, WDF. Kinderspiel, das war einmalige Spitze. Ja, kein Pipi-Plonk-Plonk diesmal. Diesmal war es Sander. Okay, gut. Also den Typen haben wir auf jeden Fall wegpaniert. Und wir haben ein Steinfragment. Juhu. Aber Sander, du bist ein Genie. Das war doch ein perfekter Plan, oh du Kleiner. Oh nein, Ursula wird mir die Hölle Eis machen. Tja, da ist wohl dein Narkose-Chronometer nach hinten losgegangen, wa? Reese, Rex ist. Beruhige dich, Shetani. Die Schlafkrankheit wurde durch das Schlafgas der Alpha-Gang ausgelöst. Aber Reese, Rex hat mich gerettet, indem er direkt vor das Gas sprang. Keine Sorge, ihm geht es gut. Sobald sich das Gas verteilt, wacht er wieder auf. Warte mal, wenn sich das Gas verteilt und mein Anhänger dagegen wirkungslos ist. Ach komm, ist Spiellogik. Rex, alles in Ordnung? Ja, es geht schon wieder. Wow, siehst so aus, aber für einen Freund, du bist spitze, Rex. Nö, nicht wirklich. Es war, als hätte mein Körper reagiert, ehe ich denken könnte. Ich bin sicher, Shetani hätte das gleich für mich getan. Also Shetani, lass uns zurückgehen. Ich bin dabei. Juhu. Wie bitte? Diese Kinder haben dich auch besiegt. Mensch, bin ich enttäuscht. Aber du kommst schon auf, was du verdienst. Vergib mir, Dr. Zed. Es tut mir auch leid. Ich hab gleich gewusst, dass er damit nicht klarkommt. Egal, was mit den Fragmenten, Ursula? Hat der Detektor auch noch gespürt? Ja, allerdings, so in der Nähe von Dustburg in den USA. Bestens, Ursula Zed, ihr seid meine letzte Hoffnung gegen diesen nervigen Gehirn. nur die Ruhe, Dr. Zed. Ich werde mir die Strafgebiete schon erholt. Ich ziehe sie mit Schönheit und Charme in meinen Mann. Ich bin unwiderstehlich. Aber Dr. Zed, was mit den Scheinfragmenten, die diese Kinder gestohlen haben? Oh, macht euch keine Gedanken. Konzentriert euch einfach auf eure Mission, ja? Okay, Zed, Ursula, ab mit euch. Und ihr dürft die kleinen Jungs ruhig mitnehmen. Hat er, glaube ich, gesagt so. Shetani, Rex, wir brauchen eure Hilfe. Wir werden angegriffen. Die Menschheit wird bedroht. Wir brauchen eure Hilfe. Hä? Huh? Was war nur ein Traum? Stimmt was nicht, Shetani? Du hattest nicht zufällig einen seltsamen Traum, oder? Ja, hatte ich. Du etwa auch, Rex? Was hat das zu bedeuten? Komm, wir gehen zum D-Labor. Ich wollte sowieso erzählen, was gestern passiert ist. Ich bin dabei. Shetani, Rex, ihr beide habt mich gestern schwer beeindruckt. Es ist sehr großmütig, sich für einen Freund zu opfern. Ich habe gespürt, dass ihr echte Freunde seid. Danke, Reese. Unsere Forschungen über das Steinfragment sind sehr gut vorangekommen, als ihr weg wart. Bitte redet jetzt mit den anderen hier im Labor. Dass wir immer erst mit allen anderen labern müssen. Wenigstens haben wir hier keinen Encounter.
Dinosaurier mit hoher Technik lassen die AP schneller steigen. Und wusstest du, dass Dinosaurier von geringer Seltenheit eine hochentwickelte Technik besitzen? Das heißt, beurteile ein Dino nicht nur nach seiner Seltenheit. Okay, nice. Gut zu wissen. Sieht so aus, als ob die Dino-Pistolen Dinos aus der Urzeit dabei... Guess what? Das sind Dinos aus der Neuzeit. Safe, Digi. Moment, aber ich würde ganz gerne mal die neuen Aktionskarten verteilen. Das Donnerschwingen ist ja eigentlich schon perfekt, möchte ich sagen. Aber hier haben wir ja jetzt noch eine neue bekommen, und zwar den Jagdangriff. Tabe Yara startet nach einem Angriff einen weiteren Schaden, 3% der Angriffskraft. Ja, das haben wir schon zu spüren bekommen. Das ist sehr nervig. Donner kann ich ja leider nicht an dich weitergeben, aber wie gesagt, der Irritator hat nach Asien jetzt sowieso ausgedient. Da werde ich mir jetzt einen neuen Dinosaurier aus Nordamerika ins Team holen. Pass doch auf die verwendeten Hans. Gott, nein. Warum? Also, wer bis jetzt noch nicht gecheckt hat, dass das Spiel auf Stein, Papier, Schere basiert. Stein, Schere, Papier, scheiß drauf. Der ist echt arm dran. Da weiß ich nicht, ob man so ein Spiel spielen sollte. Oh Gott, ja, ich sollte aufpassen. Ja, ich sollte aufpassen. Sag bloß. Ah. Nein. Ich will das nicht glauben. Die Dinosaurier haben vielleicht ungeweckte Kräfte. Sie reagieren scheinbar noch immer auf Stellen. Ach Gott, nein. Scheint nicht hinzuhören. Okay, leider immer noch nicht. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, wir haben mit allen gesprochen. Juhu. Hat das jetzt Zoe gesagt? Oh nein, wie schrecklich, Leute. Furchtbare Neuigkeiten. Die Arbeiter in der Grabungsstätte in Dustburg sind verschwunden. Was? Einfach verschwunden? Ja, es ist, als hätten sie sich mir nichts, dir nichts in Luft aufgelöst. Und zu allem Übel haben wir nun zu wenig Arbeiter, um die Grabungen fortzusetzen. Das war wieder die Alpha-Gang. Wir haben keine Beweise, aber ich glaube, du hast recht. Wir müssen sofort erinnern und wieder für Ordnung sorgen. Rex, komm mit. Kapitel 3. Freund oder Feind in Nordamerika. In Dustburg. Juhu. Dritter Kontinent, Leute. Jawoll. Reese hier. Chitani Rex, ich habe eure Dino-Pistolen modifiziert und stärker gemacht. Eure Dino-Pistolen tragen jetzt Dinos der Stufe 15 und höher und außerdem bis zu 4 Aktionskarten. Die vierte Aktionskarte kann eine beliebige Aktion enthalten, unabhängig von der Hand. Wählt die Karte der Dino-Pistole in den Dino-Einstellungen. Danke, Reese, damit wird das Kämpfen zu einem Kinderspiel. Super, ich freue mich, dass ich helfen konnte. Was den Vorfall in Dustburg angeht, als erstes solltet ihr die Ursache des Verschwindens finden. Geht klar. Okay, aber es sieht mal wieder ganz nach der Alpha-Gang aus. Die Arbeiter befanden sich in der Grabungsstätte. Sprecht zuerst mit dem Leiter unserer nordamerikanischen Filiale im D-Komplex. Seid vorsichtig. Ich will nicht, dass ihr auch noch verschwindet. Besonders du, Rex. Lass dich nicht entführen, ja? Oh, kleiner Crush. Sehr witzreich. Okay, Chitani. Lass uns mal hören, was der Leiter der Nordamerika-Filiale zu sagen hat. Alles klar, ich bin dabei, Rex. Und aber das werden wir im nächsten Part erst klären. Für heute würde ich eigentlich noch eine andere kleine Sache ganz gerne machen. Und zwar habe ich ja angekündigt, dass wir mal sämtliche Fossile aus Asien, die wir noch haben, restaurieren werden. Einfach nur, um mein Dino-Lexikon zu füllen. Mein nächster Dinosaurier wird definitiv einer aus Nordamerika, einfach damit ich ein bisschen mehr Vielfalt in meinem Team habe. Der Irritator wird also noch vorerst im Team bleiben, bis ich eben ein Nordamerika-Fossil habe, das wieder Stein als entscheidende Aktion hat. Weil da ist mein Team ein bisschen ausgeglichener. Also für die Leute, die jetzt abschalten möchten, ihr könnt abschalten. Es wird jetzt kein Inhalt mehr im Pod kommen. Ich werde mich jetzt auch gleich aus Gründen des Mikrofonpustens muten. Aber jetzt am Ende werden wir nochmal die letzten Fossile aus Asien restaurieren, damit wir zumindest mit Asien erstmal abgeschlossen haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Pod, Leute. Ich hatte es auf jeden Fall. Es war mega witzig, war richtig schön viel dummer Dialog und ein sehr geiler Bosskampf, wenn ihr mich fragt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr euch mindestens genauso sehr wie ich auf Nordamerika freut. Also in diesem Sinne, bis dahin. Ciao, Leute.